Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Anigol P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Ja, hier geht's mal endlich weiter. Sorry für die ganzen lange Dauer, bis hier mal wieder was kam von Final Fantasy 7. Aber, das ist der falsche Knopf. ja, weiß nicht. Ich habe ja gesehen, was hier alles hochgeladen worden ist, ne? Aber jetzt hat sich alles wieder ein bisschen entspannt und ich will jetzt hier mal versuchen, ein bisschen reinzuhauen in Final Fantasy 7, ne? Soweit der Plan jedenfalls, ne? Also ein Part nehme ich hier gerade auf, das ist doch schon mal gut, ne? Gut. Es ist so warm draußen, aber was soll man machen, ne? So, wir sind immer noch hier. In der letzten Folge haben wir die Proto-Substanz-Quest gemacht und das war, glaube ich, das Einzige, was uns noch gefehlt hat hier, ne? Bevor wir hier weiterkamen, ne? Das hat halt ein bisschen länger gedauert beim letzten Mal, weil das halt so ein nerviges Ding ist, ne? Wir müssen da irgendwie so dieses Tower Defense Spiel machen, was ein bisschen ja all ist, finde ich, aber gut, ne? Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal hier rein. Ich bin schon mal hier hingegangen, ne? Wir haben schon die ganzen Teleport Dinger ja frei Red. Wir haben schon die ganzen Teleport Dinger hier freigeschaltet, deswegen habe ich uns hier mal ein bisschen Zeit gespart, bin hier reingegangen. So, ich kriege jetzt wahrscheinlich erstmal voll aufs Fressbrett, weil ich jetzt schon so lange damit gespielt habe, so 2 Wochen oder so. Aber wird schon, ne? So. Hier sind ja, das ist dieses Wally-Ding, ne? Das hier sollte die letzte Station sein. Ja. Yep. Wenn die Quelle des Planeten wiederhergestellt ist, gelangt ihr zum Schrein und könnt die Protosubstanz holen. Ja. Yeah. Ich habe das letzte Update eingespielt. Damit sollte Chad Light jede Herausforderung meistern. Stimmt, er sieht echt aus ein bisschen wie Nummer 5. Wer jetzt mal das Kommentar hinterlassen hat hier. Ja, Chad Light lebt, ne? Ja, es war ein Film, den ich geguckt habe. Ich kann mich zwar nicht mehr so viel daran erinnern, aber ja, ich kenne den berühmten Satz. Ja, er sieht ein bisschen so aus wie Nummer 5, ja. Johnny 5, ne, hieß er, glaube ich, ne? So, dann gehen wir mal hier rein, ne? Das wird ja wohl jetzt nicht so lange dauern, ne? Oh Gott. Woher war ziemlich schwierig beim letzten Mal, ne? Wir haben auch immer ein paar Rückblenden über Wedge bekommen, ne? Wedge ist der, ja. Ich merke mir halt immer, weil Bix tue ich immer mir vorstellen, dass der größere, ne, beziehungsweise der korpulentere, ne, deswegen assoziiere ich dann immer mit dem dickeren Kollegen hier, ne? Aber das ist Wedge, ne? Deswegen ich verwechsel halt immer. Aktionen wie Schock oder Boost auswählen. Sie werden allerdings nur unter bestimmten Bedingungen eingesetzt, die zuerst festgelegt werden müssen. Genau. Wir haben ja letztens herausgefunden, je weniger Kommandos wir haben, desto einfacher ist das, desto weniger kosten die Leute hier, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal so hier rein, ne? Jeder Drehwirbel, Gravitas-Schuss, ne? Gucken, ob das funktioniert. Weil je weniger Punkte die kosten, desto besser, ne? So, Elektro. Ja, ne? Ja. Oh Gott, ich hab's. Zum Glück habe ich noch einen hingepackt. So, ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe, ob ich hier direkt hier voll reingegangen bin mit allen Leuten. Wieder einfach mein Ding hier ignoriert. Auch auf einer Seite hier durch zu brettern. Okay, jetzt muss ich auf der anderen Seite. Miss Eis, da brauche ich ihn ja. Ich weiß nicht mehr, was das für Fähigkeiten sind. Portalfähigkeiten. Oh, ich sehe gerade unsere Dings heilt sich auch die ganze Zeit hier. Unsere Energie. Er könnte mal aufhören, die zu ignorieren. So, ich würde jetzt einfach mal raten. Da kommt jetzt einer von einem anderen Element, ne? Deswegen packe ich den mal da ein. Guck mal, wie weit er uns schon angreifen kann. Da hau den rein. Okay. Feuer. Oh Mann. Ja, irgendwie hat damit zu tun, wo er auch umgedreht ist. So, ich platziere jetzt von allen Seiten hier welche. So. Schon klappen, ne? 10 Sekunden überlebt.
So. Ach, guck mal, wir sind schon voll am Gewinn gerade, sehe ich gerade. Aeroga, ist das, was ich machen wollte? Ich weiß es nicht. So, komm her. Ey, wenn wir das jetzt beim ersten Mal schaffen, ne? Boah, Leute. Ich glaube, der hat noch eine zweite Phase, aber der hat eine 1 und eine 2. Ne? Komm schon. Letztes Mal, bei den letzten Level hatte ich voll viele Probleme gehabt. Und jetzt, boah. Da habe ich 2 Wochen lang das Spiel nicht gespielt. Dieses Spiel. Gib mir das. Aber ist doch nicht schlimm. Aber wir haben noch einige Sachen, einige andere Sachen, die wir machen können. Juppie, was machst du da hinten? Sehen wir, Leute, geht's weiter mit der Story dann. Chadley lebt. Aber klar doch, warum denn nicht? Also, du bist eine Energie. Dann bist du verloren. Was ist das? Das ist meins, Finger weg. Von Wedge. Hey, ich muss mich wirklich bei euch. Naja, der ist ja angeblich gestorben, ne? Was ich irgendwie nicht glaube. Und wie sehen eure Pläne ab jetzt aus? Naja, wie wäre es denn, wenn wir uns eurem Kampf anschließen würden? Nein, danke. Was? Meinst du das ernst? Seit dieser Sache gibt es keine Nachrichten mehr von der Hauptgruppe. Wir können doch nicht ewig nur rumsitzen und Däumchen drehen. Ja schon, aber... Oder? Es gibt doch bestimmt was für uns zu tun. Jetzt mach mal halblang kleiner. Aus seiner Laune heraus lasse ich garantiert keinen bei uns mitmachen. Tut mir leid. Ich dachte nur, dass wir... Ich weiß das wirklich zu schätzen. Wie einfach da im Hintergrund, ey. Draufgehen. Und ich möchte, dass ihr weiterlebt. Es wartet doch noch so viel auf euch. Du bist doch noch so jung, Billy Bob. Schmeiß dein Leben nicht so schnell. Hier. Lasst mich an dieser Stelle ein paar Worte sagen. Ja, dann schieß mal los, Mann. Welche Wahrheit möchtest du heute mit uns teilen? Das könnte länger dauern. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen unseren Planeten retten. Allerdings fehlt's an Gil und Mitstreitern. Aber wir sind alle vereint in unserem Hass auf Shinra. Er brennt in unseren Herzen. Diese Flammen lodern, heiß und unbändig. Oh mein Gott, ich liebe es, Shinra zu hassen. Jeder von uns musste Opfer bringen. Ich meine... Doch das hält uns nicht auf. Es macht uns sogar noch viel stärker. Wir werden diesen Planeten um jeden Preis beschützen. Seid ihr bereit? Dann kämpft mit mir! Ich habe es so satt! Nieder mit Shinra! Genau! Bin bereit wie nie. Oh ja! Perfekt! Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit einem Drink besiegeln! Tifa, noch einen Cosmo Canyon! Hm? Für uns alle! Ja? Wir müssen über die Sache hinwegkommen. Du weißt, ich könnte sie niemals vergessen. Was ich sagen will, ist... Schluss. Mit den Schuldgefühlen. Okay.
Okay, wir haben die Dinge auf einmal. Das lässt mich immer irgendwie gerade so grübeln. Heißt das jetzt in dieser Zeitlinie, also Zeitlinie, sind die alle tot, aber weil Wedge ist ja am Leben gewesen, haben wir ja gesehen, ne? Aber ja, Bix ist am Leben gewesen. Aber ja, Kosmoregion abgeschlossen. Boah. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Und jetzt kommt noch eine Cutscene, nehme ich an, ne? So, Gambit-Meister. Oh. Ausgezeichnet. Ich habe aber, glaube ich, auf leicht gespielt, ne? Aber ist mir sowas von egal. Das ist so frustrierend gewesen. Geht das wieder los? Leiser. Paus Maul. Du bekommst die Protosubstanz nicht. Schweig, du Lump. Nochmal lasse ich mich garantiert nicht von dir übers Ohr hauen. Feuer im Herzen. Auf der Suche nach Genji. Heiko. Flammen der Sehnsucht. Mein Schatz gehört allein. Cloud. Gib ihn sofort zurück. Oh Mann. Ehrlichkeit war gegen ihn. Natürlich kommt Kampf auf der großen Brücke. Ich muss mir Lied anhören. Okay, der hat nichts zum Klauen. Im Final Fantasy 12 konnte man von dem nämlich Genji-Klamotten klauen. Und jedes Mal, wenn er die Phase gewechselt hat, hat er ein anderes Teil irgendwie hinterlassen. Deswegen musste man im ganzen Kampf lang klauen. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn Kampf auf der großen Brücke auch einer der beliebtesten Songs in Final Fantasy ist. Es war ja ziemlich chillig zu bekämpfen. So, okay. Oh, aua. So, was wollte ich hier mache? Ich habe bestimmt Regener, ne? Komm mal her. Sollte vielleicht kontern. Okay, der Angriff ist relativ chillig zu blocken. Ne? Na, das. Oh, das wäre aber nicht so toll. Na. Ah, ich wusste es. Okay, der ist relativ chillig. Ich bezweifle, dass das einzige Mal damit immer gegen den kämpfen. Wir haben noch nicht alle Dinge eigentlich. Na, falscher Angriff. Ja, der ist auch voll chillig. Ja, guck mal, der hat auch ein Schwert. Der hat auch ein Linksschwert. Auf dem Rücken. Dramatische Pose. Was machst du da? Okay, da konnte ich nicht blocken. Okay. Komm her, Stück. Ich konnte sogar blocken. Für einen Sieg. Dieses Schwert, das du führst, sein bloßer Anblick weckt tiefes Verlangen in mir. Brachte mich der Wunsch nach legendären Waffen hierher? Ja. Warum erinnere ich mich an nichts? Genji, gib
Benji sofort zurück. Gib es mir. Her damit. Ach komm, Cloud. Jetzt ärgere ihn doch nicht so. Alles okay? Glaub nicht. Du hättest schon gewonnen. So leicht gebe ich nicht auf. Warte nur. Das war noch nicht unser letztes Treffen. Na, ganz offensichtlich. Da hat er es wie eine Spinne gemacht. Und Käfer, ich habe nicht genau gezählt, wie viele Arme er hatte. In Final Fantasy 8 hat er auch nur auf der rechten Seite Arme. Also auf der linken hat er einen Arm, aber auf der rechten Seite hat er mehrere oder umgekehrt. Hier waren die ein bisschen mehr verteilt. Chadley. Verstehe. Was? Dieser Riese sucht also nach Genji. Jetzt weiß ich auch, warum die eine Quest noch hier und nicht aktiviert werden kann. Ohne abgeschlossene Analyse kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber ich denke, es handelt sich um eine Art Waffe. Gefertigt aus einem Material, das in unserer Welt nicht existiert. Angenommen, dieser Riese. Normalerweise ist halt immer ein Rüstungsset. Dann können wir nicht ausschließen, dass die Protosubstanz ursprünglich ihm gehörte. Also, wenn das wirklich so ist, sollten wir sie ihm dann nicht lieber zurückgeben? Bedenken wir, wozu er bereits jetzt in der Lage ist. Ich weiß nicht, was er unserer Dimension antun könnte. Sollte er durch die Protosubstanz zu seiner alten Stärke zurückfinden. Geil. Diese Entscheidung sollte gut abgewogen werden. Wir können sie ihm immer noch zurückgeben, wenn wir genauer wissen, worauf wir uns einlassen. Und bis dahin setzen wir unsere Suche fort. Sicher kann ich später durch meine Analyse mehr sagen. Das hat eigentlich hier mit Cole auf sich. Shetley hat ein paar Schrauben gedreht, sodass Gamage Schlacht nun auf einen. Alles klar. Das habe ich nicht gehört. Okay, so, wir sind ja fertig. Aber wir haben noch einige andere Sachen, zum Glück. Zum Beispiel, ich glaube, Kampfsimulatoren haben wir noch. Und in der Gold Sosa müssen wir auch noch mal ein paar Kämpfe machen, ne? So, geheimnisvoller Schwertkampf. Naja, er hat eine Lanze hier. So. Er hat mit seinen Waffen gekämpft, ich habe gar nicht so drauf aufgepasst. Er hat einen Knüppel, er hat auch ein Dings hier, ein Meisterschwert. Panzerschwert meine ich. Im Final Fantasy 12 hatte der als Waffen die Anspielung an anderen Charakteren, war an anderen Hauptcharakteren von Final Fantasy. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ach, jetzt sind die von den anderen. Der hatte auch Clouds Schwert, der hatte eine Gunblade von Squall, der hatte hier, ich glaube, eine der ultimativen Waffen von Zidane aus, oder Zidane, keine Ahnung, aus Final Fantasy 9. So eine Anspielung an Tidus Schwert. Glaube ich. So, dann sind wir hier fertig. Wir können noch mal zu Chadley zurückgehen. Aber ich muss erst mal gucken, ob ich jetzt hier überhaupt... Ob ich jetzt hier überhaupt irgendwo anders fliehen kann oder ob ich jetzt nur Cid rufen kann, um jetzt hier weiterzumachen. Warum habe ich KP verloren? Ich war doch in einer anderen Dimension. So, Chadley. Boah, jetzt geht das hier wieder los. Pass auf. Wie ich jetzt Chadley finde, ne? So, entschuldige, was? Was will ich nicht? Gehen wir erstmal hier rein. Ups. Mich viel über uns und die Welt gelehrt. Und die Beschäftigung mit unterschiedlichen Anschauungen hat meinen Horizont erheblich erweitert. Vielen Dank für deine stets faszinierende Unterstützung. Ja, ja. So, hier tun wir ein letztes Ding. Wilder Trickster. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ach so, das ist, wenn man so und so viele verschiedene Dinge einsetzt, bekommt so einen Bonus oder so, ne? Irgendwie sowas. So, dann gehen wir mal hier. Gucken wir mal, was hier noch ist. Antike Erinnerungen. Hier sind noch ein paar Kämpfe übrig. Die können wir noch machen.
Dann machen wir mal hier, ne? Magie Boost. Level 42. Ne, das machen wir hier. Hier ist Level 39. Ich weiß nicht, warum ich das nicht schon vorher gemacht habe. So, dann Kaktoren haben wir ja auch mal letztens gefunden, ne? Oh, Gott sei Dank. Wir nehmen mal, nehmen wir Tifer, Barrett und ne, ich brauche einen Heiler. Yuffie. Okay. Zwei Fernkämpfer, ein Nahkämpfer. Ist normalerweise immer eine gute Kombi in Rollenspielen. Na. So, ein Moment. Na, ich glaube, ich habe ja jeden Charakter hier analysiert schon mal, ne? Wenn ich dann werde ich ja irgendwann mal hier in so die Dinger reingehen und das nachholen, ne? Ey, oh, es geht. Dösch. Kämpfe sollen ja jetzt eigentlich nicht so schwierig sein, ne? Tiefer macht so viel Schaden. Sie hat auch voll viel Angriff gehabt, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich meine, sie hat einen unmenschlich hohen Stärkewert im Vergleich zu den anderen Charakteren. Na, was sind ihr für Dinger? Was so eine Drohne ist das? Nein, ich will die anvisieren. Der ist schon tot. Ja, sind alle schon. So fängt er. Ah. Jetzt bist du gefangen. Jetzt kannst du nichts mehr machen, ne? Jetzt kannst du nur noch warten, bis ich dich kaputt kloppe. Ich glaube, die Kämpfe werden ein bisschen einfach hier gerade. Verstehe ich gar nicht, warum ich immer überlevelt bin. Ich meine, ich tue schon so wenig Kämpfe wie möglich mal. Ich tue eigentlich immer nur neue Kämpfe machen, wenn ich hier neue Gegner sehe, ne? Aber ansonsten tue ich jetzt nicht irgendwie durch die Gegend rennen und irgendwie grinden oder so. Ich mache alle Kämpfe hier, aber trotzdem. So, oh, eine Kaktorine. Kaktusse. Das heißt Kakteen. Ich meine auch dich. Oh, Feuer. Der ist ausgewichen. Und dann gehe ich jetzt mal auf die anderen. Ach, mein Gott. Ja, da war sowas von deiner Schuld. Du bist selber da reingerannt. Da war nicht meine Schuld. Ich schlage einfach mit meinen Fäusten um mich. Und wenn du da reinläufst, dann ist das total deine Schuld. So, geht's noch weiter? Geht's noch weiter? Noch 4 von 5. Oh, Elite-Gardisten. Da wollte ich nicht machen. Nein. Ich wollte noch gucken, ob ihr schon, ja. Oh ja. Dösch. Oh, ins Gesicht. Mein Gott, ey. Macht aber auch Schaden. Die Alte. Die Kämpfe sind einfach ein bisschen zu einfach. Die Kämpfe sind aber auch ein bisschen einfach. Kämpfe gegen so normale Soldaten und so. Und dann wird es ja auch noch zwischendurch geheilt und so, ne? Es ist schon ein bisschen einfach. So die normalen Kämpfe jedenfalls. Also jetzt kommt was voll übles. Weißt du, so ein Musikspektakel in diesem Spiel, ne? So zufrieden. Nein, läuft in meine Sphäre rein. Läuft in meinen Ball der Zerstörung. Aua. Also, weil hier sind eine Menge Fliegen. Ich werde es mal euch alle erledigen. Nein, ich schieß daneben. So, sehr gut. Nein, nicht du. Alles, was am Fliegen ist, hier erstmal. Blubbert woanders hin. Nein. Doch. Nein, geh weg.
Wir sind von denen da noch. Kommandant, oh. Warte mal. War ja schon die ganze Zeit so viele? Ne, ich sollte mal vielleicht. Also, was gehen wir auf die Sargins dann? Den hier. Oh mein Gott. Der letzte Schlag. So, gleich kann ich beschwören. Brauche ich das echt doch. So, warte mal, hat sie nicht auch irgendwie so ein Angriff, der irgendwie mit in die Luft geht, so? Also nicht sich selber springt oder so. Leute, wie viele Gegner sind hier? Waren hier schon immer so viele Gegner? Also was hier? Ne, ich will nicht Titan, ich will. Ja, glaube ich, Titan, ne? So, wen haben wir denn hier nicht? Du hast, glaube ich, Ifrit. Ne, Ifrit haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ihr seid Wasser, ne? Ihr wird ja wohl irgendwie schwach dagegen sein oder so, ne? Das sind Kopffähigkeiten, habe ich auch noch. Wie viele da sind? Mein Angriff schon mal gesehen, ja, aber schon mal. Ja, ins Gesicht. Ich muss ein oder zwei von euch mal erledigen. Uah. Das von uns, ne? Ja. Nein, komm her, du Stück. Ich glaube, irgendwie die Kommandanten tun die ganze Zeit hier neue rufen, ne? Ist das, was hier gerade passiert? Komm mal her. Wüstenzeit, davon ist auch noch einer übrig. Gott. Ich habe gesagt, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Nein, ich war zu weit weg. Oh mein Gott. Ifrit, hilf uns. Nein, 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 nein. Oh Gott. Bitte nicht angreifen, bitte nicht angreifen. Gott. Aua. Nein, Gott, verdammt. Was war das? Diese blöden Blubberblasen, die blubbern. So, Ifrit, mach hier alles fertig, bitte. Wenn jetzt hier nicht ein paar Sachen drauf gehen, ne? So. Also ich bin bald. Komm her, Stück. Nein. Ah, ist aber so gemein, ne? So viele Fluggegner. Du kannst ja nichts gegen die machen. Du bist der Einzige, der noch übrig ist, ne? Oh mein Gott. Ah. Oh mein Gott. Da war ein bisschen heftig. Yippie, wir haben's geschafft. Jo. Die Freude im Bett, Stimme. Yippie. Okay. So, Barriere Stufe 2. Cool. Nehme ich an. So. Dann. Gehen wir hier rein. Antike Erinnerung, Magiebus. Vielleicht sollten wir ein bisschen stärker, Leute, ne? Cloud. Wir nehmen K-Ziv. Red. Okay. So. Weil da war mir schon ein bisschen knapp. Vielleicht war da unten einfach etwas nicht so gutes Team, ne? Kann natürlich auch sein, ne? So. So. Seine Stimme bleibt echt die ganze Zeit so jetzt, ne? Der Wüsten sage ich, du bist ja nur okay. Das war mein Lieblingsangriff ein, ne? Sternenstaub strahlt. Und tschüss, meine Zähne sind gepickt.
mein Gott. Okay. Ja, da war auch chillig, aber die ersten Kämpfe vorhin waren auch chillig. Erst mal gucken, was danach noch kommt, ne? Die restlichen Kämpfe, da waren ja irgendwie so Bosse, ne? Die ein bisschen schwieriger waren. Okay, du. Nein. Hammer. Boah, ist das eine Hammerkrabbe, ey. So. Kannst du es wagen, mich zu blocken? Ich will dich blocken. Na gut. Ich bin so, dann nämlich. Ja, ne, ich soll bestimmt den Schild durchbrechen, indem ich einen Angriff einsetze. Ne? Okay. Nein! Ah. Oh, danke. Was? Da habe ich einen Frosch mal dann. Nein! Warte. Warte. Warte, warte, warte. Gib mir. Aber. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Hat er gerade gesagt, Anderle. Anderle, Anderle. Riba. Okay. So. Dann komm her. Ich habe vergessen, was das letzte Ding war. Irgendwie, was wir machen mussten. Da war irgendwie sehr situationsbedingt irgendwie, ne? Oh. Nein, okay. Er ist doch schon fast tot, der Typ hier. Boing. Ups. Falsch angehen. Ich will einen super starken Punch machen. Aber... Nein. Was passiert da gerade? Er ist schockert völlig. Warum ist er voll gerade in so einem starken Angriff drin? Ins Gesicht. Nein. Der hat den voll den Buch hier runtergehauen. Das gibt's nicht. Cloud, mach was. Steht einfach nur da, macht nichts. Was, Kate? Bist du versteinert? Warum ist denn seine Leiste grau? Der Bogi ist noch da. Ja, damit. Sehr gut. Was ist das für ein Soundkulisse mit Red? Da! Ah! Ja, voll viel Schaden gemacht. Ich würde sagen, Red kann auch heilen, oder? Warte, komm du da runter. Der Feind ist geschwächt. Ah, oh, jetzt kriegst du sowas aufs Maul. Dusch, dusch, dusch. So, und irgendein anderen Angriff mal. Muss der Angriff, ach ja, ich habe ja noch ein Ding und so, ne? Was war nochmal dieser eine Angriff hier? Störung, glaube ich. Ne, da war ein falscher Angriff. Ich wollte diesen einen machen, wo der irgendwie diesen Wirbel macht. Okay, ich weiß nicht, was mit K-Ziff los ist, aber ich glaube, der war irgendwie versteinert oder in der Zeit eingefroren oder so. Keine große Sache. Dich. Okay, das lief doch einfacher. Kibos mit einem Stern nur. Okay, dann haben wir jetzt nur noch diese Dinger, ne? Und da müssen wir irgendwie gegen Bosse kämpfen, so in 3 Minuten so. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Gedankenschinder als erstes. Besiege den Gedankenschinder. Genau, da war irgendwie. Gewinne ohne TP zu heilen. Was? Okay. Was genau, was für eine Strategie ich da mache? Einfach Fernkampf, wie blöd. Ich habe da kämpft mal gegen den Morbel. Der Morbel, der war ja nicht so schwierig, ne? Wenn ich mich nicht irre. Okay. Dann habe ich wieder ein Zeitlimit. Ne. Ja, der Morbul, der war ja nicht so schwierig, ehrlich gesagt. Ne? Na gut, wenn's sein muss, hab ich dich.
So, ich muss mal kurz gucken, was du schwach drin bist. Und dann gehen wir mit Yuffie da rein. Wirksam Eis, dann nehmen wir Frost Ninjutsu. Du hast nicht zufällig auch Eis, ne? Also was hier? Nehmen wir mal Hast. Nein, nicht einsammeln. Das wäre mal verdient hier die ganze Zeit. Wird schon klappen, ne? Habe ich Multiplizierung, ja. So. Was? Na? Ah. Das ist gerade nicht so dolle. Warte mal. Barret hat Medica, glaube ich. Antidot, Medica. Gott sei Dank. So, solange er nicht die ganze Zeit jetzt hier ein Frosch verwandelt wird. Ist okay. Nein, geh weg. So. Ah, der hat meinen Eiseffekt entfernt damit. Boah. Gibt's doch nicht. Verdauen. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall. Oh, ein schlechter Atem. Okay. Der sieht mich gerade voll an. Okay. Also er ist noch relativ schwierig gerade. Nein, was machst du da? Was machst du da? Cloud, mach irgendwas. Hast du Eis? Verdammt, ich wollte die Eis. Gewinne ohne TP zu einer. Ja, darf ich ja nicht, ne? Warte mal, machen wir den weiter, ne? Sehr schlechte Atmung. Ich kann die ganze Zeit so weitermachen, Kollege. Ist kein Problem. Muss ich näher nicht herangehen. Stechende Schwäche, schwachen Schwaden. So, haben dritten Mal geklappt. Aber heute geht man nicht so weit da in der Nähe hin. Okay, ja, wir kriegen die ganze Zeit AP abgezogen hier, aber ist trotzdem noch relativ schwierig. Oh Mann. So, und jetzt bist du geschwächt und jetzt bist du tot. Okay, das war super easy. So, und dann war da irgendwie was hier mit, ich muss irgendwie den Seelenschinder als erstes erledigen. Na dann. Genau, da waren so zwei, drei andere Leute, die noch im Kampf beteiligt waren, ne? Aber ganz schlechter Atem gelernt. Oh, geil. So. Lass mich den Kampf nochmal anschauen, ja. Jetzt das Gefühl, man muss ja allein reingehen. Weil die anderen hauen die dann alle kaputt, ne? Also warte, ich gehe mal hier mit Barret rein. Aber Barret kann sich nicht heilen. Yuffie, ich gehe mal mit Yuffie rein, ne? Dann versuchen wir mal, ob das funktioniert. Ich glaube eher nicht. Ne? Gott, aua. Ne, so funktioniert. Ich drücke die ganze Zeit übrigens Kreis, ne? ja, das wird nichts. Das kann ich schon mal sehr klar sagen. Ah. Nein, nicht auf ihn. Boah. Versuchen wir mal Aurigena. Blitzra. Ja, was soll ich da hier machen? Aua.
Oh nein, der geile Schrei. Da. Oh, was zum... Ich weiß nicht. Vor allem, wenn ich hier mit mehreren Leuten ja reingehe, dann gehen ja auf die kleinen Viecher die ganze Zeit los. Ich weiß gar nicht, wie man den Kampf hier machen soll. Hier ist bestimmt irgendein Trick, ne? Ich habe irgendwie... Gibt es Refleck in diesem Spiel? Also, wo man Zauber zurückwerfen kann? Weil das wäre das Einzige, was mir irgendwie so einfallen würde. Das ist so... Das ist ganz eindeutig irgendwie in so einem Kampf, wo du irgendwie so ein Gimmick oder so machen musst, ne? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich muss irgendeine bestimmte Kombi oder so haben an Klamotten. Und dann läuft das voll einfach, ne? Ich muss vielleicht irgendwie was dafür sorgen, dass ich irgendwie gegen Blitz und Eis und so immun bin oder absorbiere oder irgendwie sowas, ne? Damit ich die ganze Zeit von den Kleinen geheilt werde, ne? Irgendwie so eine Art braucht man bestimmt, ne? Aber im Moment weiß ich noch nicht so. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Jetzt haben wir nur noch hier dann, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir hier zum Dings zurückgehen können. Auch oder ob wir jetzt hier gezwungen werden, in der Story weiterzumachen. Ne? Und hier müssen wir ja hin, um Sid Bescheid zu sagen. In der Hauptstory, ne? Also, könntest du uns wohl bis nach Nibelheim fliegen? Diese habe ich genau gewusst. Nibelheim. Klar, kriege ich schon hin. Der Ort, den ich nicht erreiche, muss erst noch gebaut werden. So, da müssen wir aber noch nicht hin. Oh, guck mal, wo wir. Sehr cool. So, wir müssen aber mal kurz nach Coil zurück. Und wir können auch jederzeit hier weitergehen. Das heißt, wir können beim nächsten Part hier schon rechts reingehen. So, ich gehe aber erstmal nach Coil. Und wir machen da die Gold Saucer, ne? Wir müssen sowieso nach Coil, glaube ich, wegen einem Kartenspiel. Oh, ich dachte, hier kommt so eine kleine Animation oder so. Okay, ich dachte, da käme jetzt irgendwie so eine Mini-Animation oder so. So, bei der Gold Saucer gab es ja auch noch einige Kämpfe, die man machen können, ne? Dann gab es hier noch einen Kartenspieler. Oh, schon so lange nicht mehr hier, ne? Ne, guck mal wieder raus, ne? Die Musik, ja. Battle Square, ne? Ja. Kann ja Battle Square sein, ne? Aber ich glaube, da waren nur einige Kämpfe, die wir noch nicht gemacht haben. Schokoborennen gibt es auch noch. Ja, die machen wir dann nochmal. Oh, Vorsicht. Tür mit dicken Schwert läuft hier vorbei. So, und zeig mal. So, ich kann sich wieder umsonst heilen. So viel angenehmer als im Cosmo kennen, weil ich mich da dauernd verehre. So, ist denn jemand hier hochgelevelt oder so? Nee, ne? Okay, Ziff. Ich glaube, ja nicht. So, sogar eine Kämpfchen gesagt. So, Zweierkampf, Gassi mit Ghoulen. Kronen ist Ruhe. Ja, bitte. Ich krieg dafür ein Level-Up-Ding, hallo? Oh Gott. Zwei Anfänger, oh Mann. Geht's noch weiter? Zweiergruppe, wen nehmen wir denn da? Immer Tifa und Eris. Frauenpower, ne? Und so. Dann wird das schon. Oh Mann. Hey, was geht? Tisch. Nein, daneben. Oh Gott. Ja, alles auf dem Bach runter. Da, komm mal alle hier hin. Hör auf meine Ares zu kotzen. Fällt dir eigentlich ein? So.
So, ich tue einfach meine Sphäre, die ganze bauen. Ja, funktioniert. Dann mal sehen, wie kalm du hier nach bist. Dash. Oh mein Gott. Schon mit dem ersten Schlag weg. Ich meine, da kommen noch mehrere Angriffe danach eigentlich, ne? Nein, Finger weg von ihr. So. Ah. Ich will eigentlich Red ins Team mitnehmen sollen. Weil wir kriegen ja vom roten Krieger was. Was ist die Musik? Was ist die Musik hier? Wird schon immer hier. So, oh, jetzt kommt schon wieder der Geisterschinder. Der verfolgt mich. Der Knabe. Ja, diesmal nur du. Ohne deine Kollegen. Oh mein Gott. Mir wird nervig, ne? Ah, ich glaube, ich will da weg. So, Aris, du hältst mir den Rücken frei, ne? So, der ist nicht sehr mobil, finde ich gut. Dann kann ich ihn hier mit treffen. Langer Tentakel, oh nein! Ja, okay, bringt nichts. Warte, warte, bis ich mein Ding hier fertig habe. Ich hau dich so lange, bis du kaputt gehst. Wortwörtlich. Aua! Mein Gott. Und dann den auch noch als erstes zu erledigen, ne? Nein! Ich dachte erst, da stand Muschelhead. Ah! Oh nein. Aris. Okay, danke. Ja, ich wusste, das hier kommt als nächstes. Meine, nein, der spielt. Ich wollte schon sagen, wenn er jetzt wieder ausweicht, ne? Na, komm her. So. Und dann noch ein Salto ins Gesicht. Danke, hat weh getan, Freunde. Ja, danke. May I have another one? Oh Gott, Aris ATB Heilung, ne? Die hat erst zwei Dinger verbraucht, sehe ich an den Dingern da. Oh Gott. Ah, das hat uns beschützt. Ich wusste es. Jetzt mache ich dich platt. Oh Gott. Ich habe schon gedacht, die Steine stehen bestimmt nicht umsonst da, ne? Okay. So, Gossi mit Gun abgeschlossen. Und jetzt haben wir Punkte für Red bekommen. Alle abgeschlossen auf Anfänger. So, das ist noch der 40. Tödliche Hack. Tödliche Hackordnung. Hat jemand Hacken gesagt? Oh, zwei Gruppen. Oh. Barrett. Red. Tifa. Yuffie. Aris. So. Männers und Frauens. Was kann hier schon schief gehen, ne? Ey, was geht? Aha. Ich hab gewusst, du wolltest mich angreifen. Irgendwann musstest du mich angreifen. Oh Gott. Haben die gerade Hass? Entschuldige, was? Alle von denen hatten gerade Hass aktiviert. Ah! Was ist denn hier los? Ah! Wollen die jetzt Schokobos sein? Ich mach deinen Stein kaputt, ja? Na, ich hab den echt kaputt gemacht. Ja, da klappt er. Oh Gott, das ist voller Chaos hier gerade. Oh, der ist am Kopf. Was ist mit dem? Hast du gesehen, wie der da geflogen ist? Im Hintergrund. Aua!
Aua! Du Sackau! Halt mal jemand den Vogel auf! Ich weiß nicht, warum ich da gerade so witzig finde. Das ist gerade so hektisch hier. Ja, Stück! Na, ah! Was? Oh, ich weiß nicht, warum ich gerade so viel Spaß habe. Reds Reaktion so, was? Okay. Warte mal, kommen hier noch zwei Kämpfe? So. So wurden meine TP geil. So, mal gucken, wie das hier abläuft, ne? Okay, ein Tornado. Ah. Muss auch anfällig gegen Wind, oder? Aua. Gott, da hat schon wieder voll viel abgezogen. Aua, aua. Geh weg. Du sag. Au. Mein Gott, der macht so viel Schaden. Mädels. Also nicht von den Männern, die unterkriegen. Oh Gott, oh Gott. Ich will sowas von sterben. Oh Gott. Ah, ich habe gerade erst gesehen, was da. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist dieser eine Angriff? Hier. Oh mein Gott. Ich habe gerade geklappt sogar. Ich habe nur so. Während ich im Menü bin. Au. Ich habe nur im. Während ich im Menü gesehen. Während ich im Menü war, gesehen, wie das Ding auf mich zugestürmt ist. Oh mein Gott, da war das Gruseligste überhaupt. Ja, jetzt müsst ihr. Nein, der hat meinen Angriff abgebrochen. Nein, macht den ja fertig, der liegt am Boden. Oh. Nein, ich hab verfehlt. Bin kaputt. Nein, der lebt immer noch. Das gibt's jetzt nicht. Na. Ah. So, oh mein Gott. Oh mein Gott, da war das Gruseligste überall. Ich habe den überhaupt nicht gesehen, wie der auf mich zugestürmt. Ich habe gar nicht gesehen, wie der auf mich zugestürmt kann, bis der irgendwie näher genug dran war. Ich war die ganze Zeit auf mein Menü hier konzentriert. Dann sehe ich auf einmal diesen Killeradler auf mich zufliegen. Oh mein Gott. Ach. Ach, alles klar. So, jetzt haben wir alle Kämpfe hier abgeschlossen. Oh, nee, hier mal ein Betreten verboten. Magisches Zahnrad, das ist ein Accessoire. Oh, schon wieder. So, machen wir aber diesmal tiefer und Red Barrett Yuffie. Ja. Oh, schon wieder Kate Sift nicht mitgenommen. Ah, tut mir leid. Mag denn ja, aber im Kampf ist ein bisschen orthodox zu spielen. Oh, ein mystischer Drache. Ja, welche? Gut getroffen, Cloud. Mal, üben wir nochmal. Ja. Wie hab ich das gemacht? Na, ja, ich kann ja in der Luft eigentlich. Oh mein Gott. Ich zähle auf dich. Nee, Red Bomber für. Ich will seinen Sternstaubstrahl einsetzen. Oh ja. Ich mach dich fertig. Ja, spür meine Killerkugel. Oh Mann. Oh. Komm, mach mal die. Oh Mann. Ich zieh mich zurück. Hi, Woge. Oh, die liegen beide am Boden, glaube ich. Gott. Gott. Mein Heilwoge hat es echt gemacht. Klang zwar gerade ein bisschen sarkastisch, wie ich das gesagt habe, hab ich ernst gemeint. Na, man hier mit einem Schlag immer so viel Schaden. Nein, du hast meinen Angriff abgebrochen.
Ja, ich wusste, dass die lange wird wehtun. Wenn ich davon getroffen werde. Kommt ja ihr mystischen Drachen. Nein. Danke. Ich hab blöden Feuerangriff, man so viel Schaden. Dabei muss ich doch eigentlich nur den hier machen, ey. Guck mal, wie schnell den sein Dings gefüllt ist. Keine kommen. Jetzt gebe ich alles. Gott, oh, der hat noch so viel HP. Das war's dann. Zack, nicht mehr lange. So. Hat er meinen hier noch nicht eingesetzt? Alles, ne? Spiralsprung. Okay, ich habe da nicht wirklich eine Spirale gesehen, aber okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das noch mal aktiviert habe. Mein Gott. Oh mein Gott. Da 2000 HP. So, nochmal Synchrofähigkeit. Ungezähmter Aufstand. Sehr gut. Okay. So, das muss die andere Gruppe sauber ausschaffen, ne? Weil der Kampf war voll nervig. Jemand kämpfen wir hier. So. Mein nächster schlimm. Modifizierter Auslöscher, oh mein Gott. Die sind auch so weit von gegen anfällig gegen Elektro. Damit kann ich dienen. So, euer linker Arm. Barrett einfach nur in der Menge da. Oh! Das Gefühl, ich mache immer nur das gleiche mit Yuffie. Ich werfe mein Schuriken auf die Leute. Jetzt ist meine Ferngang gefallen, dann setzt den Wirbelsturm ein. Aber warum nicht, ne? Du hast aber schon Blitz, oder? Oh Gott. Alter, warum hast du eigentlich nie das, was ich brauche? Du hast Blitz, ne? Ja. Geh weg von mir. Sobald dein Ding weg ist, wirst du ja wohl nicht mehr was machen können, ne? Da geht noch was. Ich durchlöcher dich wie ein Zeh. Immer schön. Aber ATB-Bus. Den wir sonst nie. So. Nein, nicht Visionssynthese. Ich würde mit mehr Wucht haben, bitte. Yuffies Klon irgendwie. Oh mein Gott, da macht mich ja gerade fertig. Geh mal auf den linken Arm. Nein. Ja, zum Glück ist sie noch ein bisschen nach vorne gesprintet. So, Ich sag für Yuffie wird nicht mehr lange überleben, deswegen. Ich angreife. Warte mal. Ich will mal den Klon sehen. Der Klon ist irgendwie so eine Holzpuppe, glaube ich, ne? Ich will mal sehen. Ja, das ist so eine kleine Holzpuppe, ne? Ich will. Ja. Irgendwie sowas, ne? Irgendwie so eine.
weiß nicht, so ein Trainingsdummy irgendwie ist das. Ja, was geht? Ja, du wirst irgendwann ja platt gehen. Ja, wenn ich drei von diesen ATB-Balken habe, tun die sich auch schneller füllen oder füllen die sich genauso schnell wie so eine normale ATB? Oh, der ist schon sowas von tot. Gut, mach irgendwas. Ach, verdammt. Oh, mach irgendwas hier. Ignis, Fulgor. Energie geladen ist. Das ist Elektro dann, ne? Ist schon leicht tot. Er hat 4000 Schaden gemacht, Mann. Boah. Es ist vollbracht. Ja, und da geht einfach weg. Ja, alles hier erledigt. Außer jetzt kommt hier was. Ja, ich habe ein magisches Zahnrad bekommen. Das ist doch nicht schlecht, ne? So. So, das sind erst die Anfängerkämpfe. Oh Mann, das heißt, hier kommt noch irgendwann was. So, ich habe 1000 Goldpunkte. Lass mich die mal ausgeben für so, Red. Hast du für irgendwas? 15. Ja, warte hier, ich muss so hier rennen. Bin mir nicht sicher, ob irgendwie hat Red Level 8 erreicht. Ne, alle haben schon Level 8, ne? Ne, irgendwas anderes verwechselt hab. Egal. Was haben wir denn hier? Wahrscheinlich die MP-Regeneration, TP-Maximum. Da von erlittenen Debuffs. Ach ja, die haben ja alle jetzt ihre Limits, ne? Auf welche jetzt hinarbeiten, ne? Und er ist nirgendwo in der Nähe. Doch, er ist hier. Und das war noch 5. Gut, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch so einen Shop finden, wo wir unsere Goldpunkte ausgeben können. Ich glaube, wir haben da auch noch nicht alles ausgegeben. Ist das hier? Ja. Wo ist das? Hier. Dio. Guck mal, was wir hier noch haben. Muskulöse Preise. So, 2500. Warte mal, noch alles hier. Gar nichts. Das sind alles so Sachen. Das ist das Einzige, was hier noch... Ja, alles andere ist nur noch hier so. Falls du noch Punkte hast, kannst du die ausgeben. Okay. Gut. Gut, also wäre fertig, ne? Dann machen wir. Ich weiß, wir müssen neue Karten spielen mit ein, aber lass mal, mach mal ein andermal irgendwann, ne? Ich hoffe, ich noch mal bessere Karten bekommen, aber die Kartenspiele sind das ist halt ganz schön schwierig. Aber ich weiß nicht, den Kampf, den Part hier noch weiter überziehen, deswegen sage ich, beim nächsten Mal machen wir weiter und gehen nach Nibelheim. Ja, wir gehen entweder zurück zu Clouds und Tifas Heimat. Das ist doch interessant, ne? Ich freue mich schon drauf. Ich meine, Nibelheim haben wir ja schon gesehen, ne? Aber der war noch ganz am Anfang. Aber ja, cool, dann gehen wir da nächstes Mal hin, ne? Ich meine, wir können ja auch Schokobo-Rennen machen, ne? Aber lass mal erstmal. Wir müssen sowieso irgendwann noch mal jetzt zurück wegen die Kämpfe, ne? Gut. Musclehead, komm. Na gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's dann weiter in der Story von Final Fantasy 7 Rebirth, ne? Cool, freut euch drauf, ne? Dann werden wir mal sehen, wie es so mit dem wahrscheinlich letzten Gebiet zu Ende geht, weil es müsste eigentlich das letzte Gebiet sein. Ich kann mir nicht vorstellen, das war danach noch, obwohl vielleicht doch, ich weiß es nicht. Mal schauen, ne? Gut, ich habe gehört, das Spiel soll irgendwie eine Trilogie werden auch. Also danach käme nur noch ein Spiel, ich stelle mir jetzt sehr schwer vor, weil es kommt noch eine Menge nach Nibelheim. Aber okay. Aber ich habe irgendwie so gehört, irgendwie andere Leute haben irgendwie diese Remake-Serie irgendwie eine Trilogie genannt. Da kommt noch so viel, deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde mir vorstellen, es kommen mindestens 4 Spiele, ne? Aber Trilogie könnte ich mir nicht vorstellen. Es müssten mindestens 4 kommen, hätte ich so im Verdacht irgendwie. Ich glaube nicht, dass die alles irgendwie die restliche Geschichte noch, außer die werden natürlich eine Menge ändern, was natürlich auch ein Fall sein könnte, ne? Aber wenn die gesamte Story noch so hier reinpacken wollen von Final Fantasy 7, dann wenn die halt nie im Leben mit nur noch einem Teil schaffen, dann werden die nie im Leben schaffen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja. Yeah.
Muskeltasse. Okay. Ja. Bist du unser Käse? Okay. Kann ich aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Wenn es weitergeht mit Final Fantasy 7 Rebirth. Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Es würde mich voll freuen, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.